Moin Leute, einmal ganz kurz bevor es losgeht. Ich musste leider eine Folge scrappen, weil die Bildqualität absolut katastrophal war. Es tut mir sehr leid. Hier kommen einmal ganz kurz die Highlights. Wir haben ein Haus gebaut. Wir haben einen Gyrocopter angefangen zu bauen. Wir haben einen Gyrocopter weitergebaut. Und wir haben den Gyrocopter zu Ende gebaut. Ging echt zu schnell? Haus, Gyrocopter, Gyrocopter, Gyrocopter fertig. Bam. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei Episode 16. Auch wenn ich 17 sage, es ist 16. Have fun, bis bald. Oder bis gleich. Ahoi und herzlich willkommen bei Medium Imperium. Howie zockt Stranded Deep und Episode Nummer 17. Beim letzten Mal haben wir unseren geilen Gyrocopter hier gecraftet. Allerdings noch kein Benzin. Müssen wir mal schauen, woraus wir das gewinnen, ob wir sowas finden. Und ich habe hier mein Häusle noch ein wenig weitergebaut, wie ihr seht. Und mir sind die Ressourcen dann ausgegangen. Ja. Und jetzt würde ich sagen, düsen wir einfach ab und holen uns neues Zeug. Noch eine Frucht? Nö. Egal, esse ich gleich kurz was auf dem Schiff. Hab da alles schon vorbereitet. Crates. Oh, Crates noch in die Tasche. Und dann kann das losgehen. Schauen wir mal, auf welche Insel wir heute fahren. Ich würde sagen, die Inseln, wo wir waren, kennen wir natürlich schon. Ob wir nochmal auf eine neue Insel uns begeben. So, ne? Wäre ja. Wäre ja mal eine Idee. Guck mal, ich habe hier noch ein bisschen rumgebaut. Auch ein zweites Stockwerk. Hat mir hier so eine Bretttreppe gebaut. Haben wir noch eine Verwendung für die Bretter. Und habe ich hier aus den Brettern einen Boden gebastelt. Oder beziehungsweise, ja, den Boden. Beziehungsweise unten ist die Decke. Und ich würde auch sagen, das machen wir einfach 3x3. Also da noch einen Boden hin, da noch einen Boden hin. Dann ziehen wir hier Dings rum. Wände, Dach rauf. Dann wird das hier unser Schlafgemach. Und ich glaube, dann baue ich hier einfach eine Tür raus. Und das wird dann einfach unsere Dachterrasse. Da können wir dann ein bisschen Zeug noch raufbauen. Vielleicht unsere Beete. Müssen wir mal schauen, wenn wir das machen. Oder Beete hatte ich auch, halt auch überlegt, ob ich die außen einfach ransetze. Da passen ja auch 1, 2, 3 hin. Ist ja auch nicht so schlecht. An jede Seite ein bisschen oder dass man die ein bisschen beisammen hat. Kann man hier vielleicht auch noch eine Treppe hochsetzen, dass ich hier auch noch hoch kann. Da muss ich nicht immer rein und dann da hoch und dann hier wieder zurück. Machen uns das schon ein bisschen schick hier. So, was sagen wir denn, wo wir hin wollen? Das ist Nordwesten. Ne? War das im Westen bei der Insel? Düsen wir in den Nordwesten. Ist das so eine Felsinsel oder was bist du? Nee, du bist flacher. Und da liegt auch noch irgendwas neben. Nordwesten. It is. Boah. Dann sag ich einfach mal Leinen los. Und Abfahrt. Hoffentlich kommt jetzt über den Stein hier rüber. Jo, sehr gut. Achso, ich wollte kurz das Essen. Ja, also wie gesagt, wieder ein bisschen off-camera was gemacht, weil ich gedacht habe, oh, nachher backt das da alles wieder rum und so. Ach, jetzt habe ich natürlich keinen Platz mehr in meinem Inventar. Klar. Und jetzt irgendwie die Kiste droppen will ich auch nicht, nachher fällt die mir ins Wasser. Dann esse ich, sobald ich angekommen bin. Nordwesten. So, das war das Ding mit dem etwas rechts daneben. Ja, nice. Nice, 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 nice. Ja, ich hätte auch gedacht, ob wir noch auf eine andere Insel fahren, nochmal auf so eine Felsinsel. Da habe ich allerdings, gut, könnte ich mich natürlich auch darauf vorbereiten, ne? Dass ich einfach sage, ich packe mir ein paar Antidotes ein, falls ich da auf Schlangen treffe. Da habe ich ein bisschen Schiss, dass ich mir dann da die Aufnahme versaue und so. Beziehungsweise habe ich hier auch noch eine Antidote. Ne, die habe ich neulich genommen, ne? Ich weiß nicht, ob ich noch von diesem, wie heißt denn das? Ich hätte fast Schlagkraut gesagt, aber das war was anderes. Wie hieß das? Gabelfahrenkraut. Ich glaube, daraus konnte man sich das Gegengift basteln. Für Vergiftung. Und
bin nicht ganz sicher, ob ich sowas noch habe. Von daher, so eine flache Insel kommt uns ganz gelegen. Wobei, natürlich, wir waren jetzt auf drei anderen Inseln, von diesen flachen meine ich, und da waren jeweils keine Schlangen. Ich schließe es nicht aus, dass das nicht vielleicht auf anderen flachen Inseln vielleicht doch nochmal vorkommt. Wer weiß. Aber ich glaube, wir haben bis jetzt 0% Schlangen auf den flachen Inseln, wir haben 100% Schlangen auf den Felsinseln. Von daher, hier vorne ist noch was. Müssen wir gleich mal drauf achten, wo wir hergekommen sind. Also einfach fährt zu den Nordwesten, also im Südosten. Hier liegt noch so ein kleines Bötchen. Da sieht man jetzt schlecht. Ich habe es irgendwann gut gesehen. Da, guckt noch ein Bötchen raus. Da fahren wir gleich nochmal hin, beziehungsweise schwimmen wir hin. Und dann looten wir dann noch eine kräftige Runde, Alter. Da, ich sehe auch schon die Krabbe. Die hat schon wieder Bock auf uns. Aber ich leg mal hier an. Chillt sie vielleicht ein kleines bisschen. Guck mal, ich fahre hier auf die Sandbank. Klappt nicht natürlich, wenn man es will, auf eine Sandbank zu düsen. Macht das Game natürlich nicht mit. Jetzt hier schön mit Karacho auf dem Strand geballert. Dann sehen wir mal den Anker ab. Geht nicht. Prima. Hier sie reinschieben noch ein bisschen. Ah, er chillt da hinten noch. Dass ich den einfach gleich wegmache. Ja, also. Dass der mich nachher noch wieder von hinten überfällt, kennst du, ne? So. Dann lass mich hier einmal kurz chillen, Krabi. Nester, sehr gut. Dann kann ich hier nur meine Speere rausholen und dann kann ich ihn abwerfen. Beziehungsweise werfen geht nicht. Dann nehme ich gleich mal meine Axt mit und dann hacken wir ein paar Bäume. Zack, und irgendwo habe ich noch eine Axt. Dann sind wir hier drin. Wahrscheinlich in der letzten. Ich fange mal hier an. Vielleicht ist einfach in der zweiten Kiste oder so. Da hätte ich einfach von rechts weitermachen sollen. Ach, das ist so. Es ist so krass, ne? Habe ich das hier oben? Habe ich hier noch eine zweite Axt mit? Nö, offensichtlich nicht. Was ist das denn? Das ist eine ausgefeilte Axt. Ja. So, komm her, Kram. Nimm mal dich tot. Was das für Monster sind, ne? Da habe ich dich erwischt. Hier ein bisschen die Defensive. Jetzt hat er mich trotzdem. Ja, komm. So. So, jetzt. Bisschen Zeug einsammeln hier, was wir hier so finden. Schlagkraut. Nee, das war's nicht. Das war so ein kleines gelbes Ding, ne? Womit man sich das Gegenmittel basteln konnte. So, jetzt hat es gerade aufgehört zu stürmen. 11.40 Uhr. Und dann sag ich mal, gucke ich mal eben schnell. Aufpassen. Dann gucke ich mal schnell. Da ist das Ding. In das Rack hier rein. Mal gucken, was hier so abgeht. Bojenbälle. Und eine Crate mit Zeug, das wir nicht brauchen. Aber es ist noch eine Crate. Immerhin. Geil, dann kloppen wir das Ding gleich nochmal los. In aller Ruhe. Hallo? Na? Oh, Duct Tape. Das haben wir auch noch gar nicht verwendet. Ne? Davon haben wir auch irgendwie ein paar gefunden. Ziemlich am Anfang. Aber haben wir noch nicht gebraucht. Weiß ich noch nicht so richtig, wozu das da ist. Aber ich denke, das finden wir noch raus. Jo, haben wir das auch noch mal geklärt. Und vorne ist doch locker auch noch eine Crate. Aber eins nach dem anderen. Mal eins am anderen. Guck mal, da bin ich auch schon voll. Da bin ich auch schon voll. So, ich lege mir den ganzen Kram, den ich nicht vorrangig mit auf meiner Hauptinsel haben muss, lege ich mir einfach hier. So, zack, zack. Wir sind nämlich auf Holz immer noch aus. Ja.
Gut, dann habe ich natürlich, ich hätte natürlich eine Kiste oder zwei zu Hause lassen können. Und sagen können, ich guck mal, was da geht auf der anderen Insel. Kistentechnisch, ob ich da noch was finde. Habe ich natürlich eben nicht dran gedacht. Aber jetzt auch nicht allzu tragisch. Merken wir uns einfach, dass hier noch was ist. Und dann holen wir das die Tage mal ab. So, hier ist noch ein böses Sternchen, Seesternchen. Oh, ein Container. Ist hier ein großes Schiff, Alter? Naja, das hätte man noch gesehen. Oder? Das hätte man doch gesehen. Oder, ich meine, da gucken ja auch mal die anderen Schiffis mal mehr, mal weniger aus dem Wasser. Vielleicht, Vielleicht. Oh, ist hier Loot drin? Riesenkrabbe. Nee. Ja, das ist schade, ne? Das ist schade. So, dann haben wir hier noch Wellblech. Das ist gut für Beete nachher. Holen wir uns nochmal. Ach, du Mistviech, du. Kannst du dich nochmal ankündigen, Alter? Ah, der andere hat mir eben nicht so viel abgezogen. Ja, komm. Da kriegst du Schiss, ne? Voila, komm her. Voila, Bibi. Tschüss. Ja, noch ein bisschen Wellblech. Aufnehmen. Stein. Wellblech. Und dann. Uah. Schauen wir mal, was hier geht. Oder da. Schauen wir mal hier. Noch ein Crady dabei ist. Ja, guck mal. Hab doch. Ach, wieder alles nur so ein Dingsteil. Das haben wir natürlich gerade gebaut. Das war am Anfang interessant, wo wir gedacht haben, so hör. Elektrische Teile, das geht ab. Und jetzt haben wir einfach so viel davon, dass wir sagen, was soll der Crap? Was soll ich damit? So, gibt's was Great-artiges noch, Freunde? Ne. Was ist das denn irgendwie? Guck hier, eine Konsole. Hoppas! Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Puh. Falls wir jetzt unseren irgendwie nicht unbedingt verlieren sollten. Ja, so ein Flugzeug wird es nicht sein. Da ist es schon was Schiffiges hier. Naja, gut. Naja, gut. Nein, das ist auch was. Ah, guck mal da. Da haben wir auch noch ein großes Schiff, offensichtlich. Da werden wir also auch nochmal hindüsen. Hier haben wir auch noch irgendwie was daneben, neben der Insel. Aber sieht auch eher aus wie so ein kleines Schiff, wo wir auch schon mal drauf waren. Hier sieht es nicht so aus, als wäre da irgendwas bei der Felseninsel. Digga. Ist das ein Schiff, Alter? Ist es? Ist es die Rettung? Nein. Ich muss einmal gucken. Also eine Insel ist das nicht. Dazu ist das Stück hier einfach zu gerade. Das sieht irgendwie aus wie so ein. Sag schnell. Ich komme nicht drauf. Ich bin zu aufgeregt. Flugzeugträger. Pass auf, wir laden unseren ganzen Crap hier ab. Und dann knallen wir da mal hin und ziehen es rein.
damit wir uns nicht verlieren. Ich bin in den Nordwesten gefahren, ja? Ich bin in den Nordwesten gefahren. Von meiner Insel aus. Ich bin von meiner Insel aus in den Nordwesten gefahren. Ich muss gleich zurück in den Südosten. Von dieser Insel. Das da ein Stück weiter rechts. Was geht ab? Was geht ab? So, einmal kurz Hunger, Durst checken. Ah. Einmal kurz essen. Soll man das Ding abfeuern hier? Bewegt sich das Ding? Ah, der Wellengang ist ein bisschen hart hier. Als dass man das irgendwie nice... Nee, das bewegt sich, oder? Das... Oder? Ist das linke Stück des Schiffes ein bisschen weiter weg als eben? Sieht man das jetzt schlechter? Nee. Hat so ein Flugzeugträger nicht immer sein Dings in der Mitte? Sein Bums? Seine Brücke? Sein Deckshaus? Oder das ist irgendwas anderes, Schiffiges. Es ist auf jeden Fall keine Insel. Das ist was Menschengemachtes. Dazu. Hier runterdüsen, ey. Dazu ist es... Nee, wir kommen näher. Das bewegt sich auch nicht. Wir kommen näher. Und der fährt ja auch nicht auf uns zu oder irgendwohin. Ding mal abschießen hier. Noch Schuss. Passiert nichts. Ach, guck mal da. Rechts. Das sieht auch aus, als wäre das Ding nicht mehr komplett. Als wäre da was abgebrochen, abgerissen. Titanic-Style. Oh. Super nice Insel hier, ey. Da ist immer schon die Krabbe, die hat schon Bock auf uns. Hier noch ein kleines Schiffi. Aber das Ding, das wird nicht die Rettung sein hier, oder? Jetzt habe ich überhaupt nicht drauf geachtet, wo wir hingedüst sind. Wir sind in den Norden / Nordosten gefahren. Von unserer Insel aus. Von der Insel aus, wo wir eben waren. Nordosten, also müssen wir gleich in den Südwesten. Also irgendwo nach Süden müssen. Das ist das Nord... Ende der Map hier. Oder Ende, weiß ich nicht, aber die Nordseite der Map. Es ist natürlich super ärgerlich, dass es gerade dunkel wird. Guck mal, 1. April auch. Das ist alles ein Scherz hier, ey. Ne, der bewegt sich nullo. Und da rechts, das ist, sieht nicht gesund aus bei den Dampfer. Eindeutig nicht gesund. Ah, ich habe kurz auf Rettung gehofft.
Was jetzt natürlich meine Hoffnung ist. Loot. Ja, also da machen wir uns nichts vor. Ich bin der Lootmaster. Und ich hoffe, es wird hier abgehen. Aber krass, einfach so ein dickes Schiff hier. Und das ist ja auch echt nicht, also das ist ja nicht zu knapp hier, ne? Von der Größe her. So, halt hier einfach mal direkt drauf zu. Aber die finden wir gleich die Insel wieder gut. Unsere Insel. Na gut, jetzt kommen wir von der anderen Seite. Würden wir von der anderen Seite kommen. Wir sind ja immer von Süden rangefahren. Sonst, weil wir erst alles im Süden abgegrast haben. Und ich sag mal, wenn wir jetzt von hier ranfahren, ob unsere Insel dann, wir werden sie irgendwann wiederfinden, aber wann und wie und wo steht noch in den Sternen. Fürchte ich. Schon wieder blubbern. Hat irgendein Hai richtig Lust, uns zu snacken? Ne, guck mal, hier ist auch so eine Sandbank, Alter. Der ist hier auf Grund gelaufen, der Vogel. Aber das birgt man sowas nicht? Irgendwie das, also mein erster Instinkt war ja Flugzeugträger. Ich glaube, das könnte hinkommen, oder? War jetzt wie so ein, der hat halt so eine Form. Oben platte Oberfläche. Ah, guck mal. Bin ich selber schon auf Grund gelaufen hier. Da kommen wir noch ein Stück weiter? Nee. Kann ich jetzt hier lang schwimmen einfach? Gibt es da Gefahren drauf? Ist natürlich auch die Frage. Pass auf, ich esse noch was, trinke noch kurz was und soll ich hier einfach eine Runde pennen? Soll ich da im Dunkeln hoch? Das ist, glaube ich, so eine mittelgute Idee, oder? Wenn ich jetzt sage, ich gehe da jetzt bei Nacht hoch. Weiß nicht, wie schlau das wäre. Das nehme ich mal mit. Und das irgendwie zur Selbstverteidigung. Falls da... Wer weiß, was da abgeht. Aliens. Penne ich kurz. Und das Bett packe ich mir gleich wieder ein. Weil irgendwie... Falls hier irgendwie eine Welle kommt und das Ding den Abflug macht. So mitteldoll Bock drauf. Die Segel kann ich auch mal wieder hochmachen. Alter. Hallo. Dann nehme ich mit zur Selbstverteidigung den ganzen Kram. Natürlich auch super dunkel immer noch, ne? 5:33. Muss ich natürlich auch schauen. Ich gehe davon aus, auf diesem Schiff gibt es keine Palmen. Also so richtig krass lange werde ich mich hier nicht aufhalten dürfen. Ach, überhaupt nichts Lampenartiges. Warte, doch, natürlich. Meine Lampe. Die nehme ich, meine Schiffslampe, die nehme ich nochmal mit. Vorsichtshalber. Falls man sich die noch abbauen kann, wieder von dem Start dort. Ja, super flaches Wasser hier. Wird der Hai jetzt auch nicht kommen. In die Hand nehmen. Da aufnehmen. Geil. Ah gut, jetzt ist es auch schon hell genug. Ich mach das Ding trotzdem nochmal an. Boing. Was war. Oh, das waren ein paar Wellen hier. Ich habe hier Angst. Jetzt hier ist rein, ey. Ja, guck mal, das ist astrein abgebrochen. Ja, da kannst du nichts sagen. Sollen wir natürlich nochmal schauen, ob man hier das Heck noch findet oder die Front.
tun, gell? Hüpf. Ich nehme auch so ein Ding in die Hand hier. Schieß sie einmal ins Gesicht. Oder hier ist mich irgendwie. Ein Superboss unterwegs. Alles versperrt hier leider. Loot auch noch nicht in Sicht. Kannst alles nicht aufmachen hier. Hier kannst du nicht rein, auch zugegammelt. Sieht auch alles sehr kahl aus hier, ne? Also. Sieht so ein Flugzeugträger von innen aus? Ich weiß nicht. Also, ich war auch mal in San Diego auf so einem Apparat. Die USS. Da, die kann man öffnen. USS Midway. Das sieht schon ein bisschen anders aus, so. Da ein paar Fässer, wir sind nur zur Deko. Hier kann man doch. Achso, oder? Ja, wir nehmen einfach mal die Tür. Und schauen mal, was ich. Neues Ziel. Das könnte mein Ticket aus diesem höllischen Paradies sein. Das war gerade so eine, sowas wie eine Cutscene. Ich hatte keine Kontrolle über mein Movement kurz. Also. Repariere das Flugzeugtriebwerk. Repariere den Flugzeugpropeller. Repariere das Flugzeugcockpit. Lege einen Nahrungsvorrat an. Lege einen Wasservorrat an. Lege einen Treibstoffvorrat an. Wie repariert man das denn? Ja. Wir haben ja noch jede Menge Teile von dem, die wir unter anderem auch in dem Tragschrauber verbaut haben, ne? Kann man das damit reparieren? Treibstoffvorrat anlegen? Okay, man muss dann auch natürlich dafür sorgen, dass man wegkommt. Hier Nahrungsvorrat offensichtlich, oder? Ist das hier so eine Schinkenkeule aller? Treibstoff, Nahrung, ja, trinken, ja, Wasser, okay, steht da auch. Also Wasservorrat brauchen wir auch noch. Und dann kann man sich dieses Flugzeug reparieren und nach Hause fliegen. Was geht denn ab? Das ist jetzt das erste Story-Ding, was wir haben, ne? Pass auf. Nee. Ich dachte, jetzt hätten wir hier. Das wäre jetzt ein neues Ziel. Gut, dann schießt man das Ding hier nachher raus. Und dann geht das ab nach Haus. Alter, okay. Flugzeugträger war richtig. Ja, leider auch nicht richtig gesund aus hier, ne? Aber ich will da nicht reinspringen, nachher packe ich da fest und dann bin ich traurig. Krass. Okay, wir wissen also, wie man nach Hause kommt mit diesem Flugzeug. Ich weiß nicht, ob es noch andere Wege gibt. Ist ja auch ab und zu so. Aber hier gibt es ja überhaupt kein Loot, ne? Oder, ja. Sie ist auch versperrt. Hier soll man dann wahrscheinlich auch nicht hin, sonst wäre es einfach offen. Junge! Einfach Flugzeug.
Und dann, ich probiere das einfach mal aus mit den Teilen. Ich hätte natürlich gedacht, das geht ein bisschen länger hier als 17 Folgen. Gut, dann wissen wir auch noch überhaupt nicht, wie man Treibstoff herstellt. Das wird, werden wir sicherlich auch tun müssen. Das wird auch nicht so super wenig sein wahrscheinlich. Da muss man wahrscheinlich auch ein paar Tage zubringen mit der Treibstoffgewinnung. Das haben wir noch nicht mal rausgefunden. Aber man kann ja schauen, ob diese Teile, die wir haben, die wir auch für den Tragschrauber gebaut haben oder gebraucht haben zum Bau, ob man das damit macht. Ja, guck mal, das ist eindeutig. Also Flugzeugträger, Military hier, der Zahlen, Dingsi hier. Also heftige Nummer, Alter. Geiles Game. Ich hatte da alles gelootet, ne? Also, gelootet habe ich nichts, aber darauf soll es wahrscheinlich auch keinen Loot geben, oder? Ich muss zusehen, dass ich eine Insel finde. Ich habe sämtliches Wasser ausgetrunken hier, was ich mit hatte. Ich muss zusehen, dass ich einfach wieder zurückkomme zu der Insel, wo wir eben eigentlich ganz entspannt mal eine Runde looten wollten. Damit ich mir, gut, in allergrößten Not kann ich ja noch irgendwo anlegen und mir was zu trinken holen. So, wir haben die Insel, haben wir eben Backbord liegen lassen. Jetzt lassen wir sie Steuerbord liegen. So sind wir ungefähr raufgefahren. Auf das Ding hier. So, das ist Südwesten. Süden. Ich halte mal zwischen Südwesten und Süden. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich war eben zu aufgeregt, wo das hinging. Also die lassen wir jetzt Steuerbord liegen. Monstermäßig, ey. Wir kommen also mit diesem Flugzeug von der Insel runter. Da stand ja, vielleicht ist es mein Ticket weg aus diesem höllischen Paradies oder aus dieser paradiesischen Hölle. Super krass. Super krass. Aber da steht ja auch explizit bei, immer, dass es Tragschrauberteile sind, ne? Was ist das denn, Alter? Du bist aber noch ein Schwertfisch, Junge. Wallah, Baby. Einfach ein Schwertfisch unterwegs. So, kann ich die hier nochmal anbauen? Zum Anbringen. Zack. Krasse Folge hier, Mann. Das geht ja richtig ab. Junge. So, das war die Insel, wo wir gerade hergekommen sind. Naja, das ist dieser Shipping-Container. Das ist dieses umgekippte irgendwas. Ich bin der Navigationsoffizier hier auf dem Schiff, ey. Nee, ich bin der Cap. Und Navigationsoffizier. Navigationscaptain. So. Ging's hier mal? Also krass. Also, es gibt einen neuen Hai oder neuen Wasserpredator. Oder was heißt neuen? Aber wir haben einen neuen entdeckt. Schwertfisch. Wir haben den Vogel entdeckt. Oder den Vogel, der auf dem Vogel noch drauf ist. Also unser Ticket nach Hause. Wir brauchen Wasser, Treibstoff und müssen den Kram reparieren. Ich habe jetzt natürlich nicht geguckt, wie viele Sachen es sind, die man reparieren muss. Was war das? Das Triebwerk? Und noch eine Sache. Oder zwei Sachen. Alle guten Dinge sind drei. Ne? Ich würde sagen, es sind drei Sachen, die wir reparieren müssen. Vielleicht sind es auch vier. Ich stehe jetzt hier nicht auf. Sonst haut das Ding mich noch runter. Da war er eben. So einen haben wir noch nicht weggemacht, ne? Steht natürlich auch noch auf meiner Todo-Liste. Ja, krass, Mann.
Steht da ja bei den Tragschrauberteilen auch dran. Na gut, aber auch nicht bei allen. Ne? Bei allen, das eine heißt einfach Tragschrauberteil. Das ist einfach der Name dieses Geräts, dieses Items, was man in dieser Welt benutzen kann. Und in der Beschreibung, auch bei den anderen Dingern steht ja, meine ich, immer Teile eines Fluggeräts. Oder? Teile eines... Und nach meiner Logik ist ein Flugzeug auch ein Fluggerät. Wir probieren das einfach aus. Nicht mehr in dieser Folge, weil dann müssen wir auf unsere Hauptinsel zurück, da den ganzen Kram holen. Haben auch schon viel verbaut. Natürlich bei unserem Helikopterschrauberteil neulich. Jo. Das kann jetzt auch nicht. Das, so schnell geht das ja auch nicht. Ich weiß, es gibt auch Speedruns und so, da schaffen Leute das in 2 Stunden. Wir sind jetzt hier irgendwie 17 Stunden bald dabei. Oder ein bisschen weniger oder ungefähr 17 Stunden. Wir haben so eine Stunde die Folge gemacht. Weiß ich natürlich nicht, ne? Das kann jetzt, eigentlich kann es ja auch nicht sein. Weil denn, was ist der Speedrun-Rekord hier? 2 Stunden und ein bisschen? Ich habe mir die Dinger nie angeguckt. Ich habe neulich nur mal irgendwie, ich habe natürlich da neulich noch ein Stranded Deep Video geguckt, irgendwie, wie es andere Leute so machen am Anfang. Ob ich gut dabei bin, so, ob ich so einen guten Start hatte, so. Und da wird mir dann auch Videos vorgeschlagen, mit dem in den Speedruns und unter anderem, die sind immer irgendwie so 2 Stunden. Aber das würde man, glaube ich, schneller schaffen als in 2 Stunden. Wenn das jetzt mit diesen Tragschrauberteilen ging, oder? Die findet man ja relativ easy. Würde ich jetzt mal so behaupten. Das ist ja Pillepalle, die zu finden. Da musst du nicht richtig was für tun. Da musst du nur looten. Wenn du ein Glück hast und hast ein Schiff bei dir irgendwie, so ein großes, was wir in den letzten Folgen irgendwie gelootet haben. Wenn du das Glück hast, so ein Schiffi direkt bei dir zu haben, dann hast du ja direkt gewonnen. Das ist ja direkt der Jackpot gezogen. Und den musst du ja nur noch... Gut, was dann lange dauert natürlich, ist die Treibstoffherstellung unter Umständen. Da weiß ich natürlich nicht, wie das ist. Wir nehmen einfach die Baumstämme mit, dann müsst ihr euch das Zerhacke hier nicht reinziehen, noch großartig. Dann mache ich das wieder ein bisschen off-camera. Und außerdem, wir brauchen auch ein paar Bretter, die jetzt alle zu Stöckern zu verarbeiten. Wollen wir nicht. Sondern wir brauchen ja auch ein paar Bretter. Ich hack hier einfach rum, jetzt wie ein Dummer. Ich hoffe einfach, dass unsere Axt noch ein bisschen durchhält. Ja, wow. Ansonsten gucken wir, ob wir uns noch eine primitive Axt bauen können hier gleich. Womit die noch ein bisschen durchhält. Sodass wir hier noch ein bisschen was Gefühl kriegen. Aber Alter. Einfach Flugzeugträger. Na komm. Hallo? Oh, nix mehr im Inventar frei. So, dann bauen wir einmal schön hier. Nee, warte mal, ich pack die gleich rein. Da müssen wir die jetzt nicht runter und so. Packe ich hier erst links voll. Zack. Zack. Und jetzt den ganzen unten. Können wir natürlich auch noch mal kurz die Speere ablegen. Hallo, tschüss. Wie viel Durability hast du noch, Freundchen? Ja, gut, ja. Brauche ich noch einen Drink? Ich brauche einen Drink. Hallo? Zack. Jetzt müsste doch eben noch einer runtergefallen sein, oder? Ich habe doch schon ein paar mehr Pollen hier abgeholt. Der Yoga haben wir ja auch am Start.
Achso, hier habe ich natürlich eben angelegt, ne? Ja, ist klar. Muss ich nachher daran denken, dass ich den Kram auch mitnehme. Da muss ich dran denken, aber das werde ich schon tun. Komm, hier nochmal Kartoffeln. Wir wollen uns ja gleich eh unsere Beete anlegen, ne? Ich gehe einfach davon aus, dass man die Kartoffeln auch einpflanzen kann. Die habe ich jetzt auch schon wieder aus den Augen verloren. Jetzt nehmen wir uns einfach noch ein paar Kartoffeln mit und dann versuchen wir die anzupflanzen direkt im Beet. Hat man noch mal ein bisschen. Hier sind sie. Guck mal da. Diese kleine Ausbuchtung hier ist also ein kleines bisschen dunkler als der Rest der Fauna hier Richtung unseres Bootes. Merken wir uns, sammeln wir die gleich noch ein, kurz bevor wir abdüsen, würde ich sagen. Uah. Boah, Träger das Kinn bekommen hier das Ding. Bam. Bam. Geil. Hier haben wir auch noch jede Menge. Da habe ich eben überhaupt nicht. Egal. Drüber nachgedacht, weil ich war so aufgeregt. Ich musste los. Und das Ding, das Zeug. Können wir auch später noch abholen. Nein. Jo. Nice. Nice, meiso. Hier wird das Ding drin. Eigentlich. Das ist ja schon ein bisschen was, ne? Teile eines Fluggeräts. Treibstoffteil für Fahrzeug. Aber gut, Treibstoffteil für Fahrzeug. Tragschraubeteil. Für Fahrzeug. Teile eines Fluggeräts. Das Floß und dieser Tragschrauber laufen natürlich unter dem Namen Fahrzeug bei uns im Inventar. Ich gehe also davon aus, irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl das, dass das nicht das Endgame ist hier, mit diesen Tragschrauberteilen das Flugzeug dort auf dem Ding sie zu reparieren. Irgendwie, das wäre zu. Das wäre eine Runde zu billig, Alter. Das wäre eine Runde zu billig, sag ich mal. Wenn das jetzt einfach gehen würde, einfach gute Nacht, tschüss. Es hat sich ja auch nichts ergeben aus der Story. Da hatten wir ja einmal den Reiter noch mit diesem Flugzeugsymbol, diesem Pokalsymbol. Ja auch nichts noch draus geworden, dass das sich geupdatet hätte oder sowas, ja. Ich hätte jetzt gedacht, da sagt er jetzt, ey, Freundchen, das und das kannst du tun. Aber da so sehr kaut einem das Game das Spielziel irgendwie nicht vor. Was ich auch eigentlich ganz gut finde. Und auf der anderen Seite auch ein bisschen schade. Das rattert gerade in meinem Kopf, wie das, was wir machen, die nächsten Schritte. Ich will natürlich auch, ich muss sagen, das ist doch ein bisschen ziehen hier eigentlich so, ne? Weil das ist ein ganz geiles Format, es macht Spaß, es aufzunehmen. Ich will noch nicht nach Hause. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir haben auch so einfach auch noch viel vor. Aber ich glaube, ich probiere das einfach mal in einer der nächsten Folgen.
auch wenn es jetzt gerade irgendwie in meinem Kopf nicht so erfolgversprechend ist, werde ich das mal ausprobieren mit diesen Tragschrauberteilen einfach. Huch. Den wollte ich doch haben. Ah, ich gehe jetzt eine Runde pennen, dann morgen früh schnell was essen, was trinken. Und dann machen wir noch eine kleine Runde weiter. Dann würde ich auch sagen, bald, einigermaßen bald Tattle du vielleicht. Alles vorbei. Achso, ne. Hab ich was geworfen hier vorhin? Ah, ich habe die abgelegt, damit ich mehr Zeug im Inventar habe. Also mehr Zeug im Inventar. Reihe habe. Huch, Entschuldigung. Ja, finde ich heftig. Finde ich absolut heftig, diese Entwicklung hier. Yeah, baby, yeah. So, nehmen wir den noch? Pass auf, ich wollte was essen und was trinken. Hallo? Also was trinken. Schlürf. Schlürf. Und dann esse ich noch ein so ein Ding. Hack. Hack. Snack. Snack. Und dann geht es uns auch wieder gut. Ich habe jetzt nicht auf meine Uhr geguckt, auf meine Smartwatch. Ich habe einfach bestimmt, dass es uns gut geht. Ende aus, Nibble aus. So. So, jetzt machen wir einfach noch ein bisschen Rohstoffbeschaffung, damit wir unser Häuschen fertig bauen können. Oh, das habe ich mitgenommen hier vorhin. Achso, nee, war mit Inventar voll. Machen wir ein bisschen, damit wir das Dings fertig bauen können, hier unser Haus. Ich weiß nicht, ob wir es fertig kriegen, einfach jetzt mit den Ressourcen, die wir jetzt hier mitbringen. Aber wir sollten schon sehr weit kommen, denke ich. Ich sage es voraus, wir sollten sehr weit kommen. Ein paar Palmen und dann hacke ich hier gleich die kleinen Dinger noch weg. Die kleinen Bäume, einfach für die Stöcke. Und die bewahren wir uns auch für die Bretter, weil wir brauchen ja oben noch. Ich mache das oben mal mit Brettern. Das sieht halt auch nett aus. Man braucht zwar, es ist zwar Overkill und absolut nicht ökonomisch, das so zu bauen mit Brettern, die Böden. Ich tue es trotzdem. Pflanze hier? Nö. Also es ist eine Pflanze, ja. Ich dachte, dann könnte man möglicherweise interagieren, ja, also interagieren für alle nicht Engländer unter euch. Mir ist gerade kein Land eingefallen, was lächerlich gewesen wäre. So, Dänemark oder so. Wo Dänemark bei der Europameisterschaft? Ich weiß, das läuft jetzt irgendwie im August, diese Folge. Im Moment läuft die Europameisterschaft nach, wo ich dieses aufnehme. Ich nutze die Sommerferien, um krass heftig aufzunehmen. Ajo. Ich weiß, dass sie da ist. Ich kann sie nur nicht aufnehmen. Das ist bitter jetzt. Das ist bitter. Da, ich kann sie da mal rausziehen. So. Und jetzt kann ich einen Stock droppen. Boing. Und jetzt kann ich ihn wieder aufnehmen. So. Alla. Mache ich hier hinten nochmal meine Kistchen voll. Auch ein Bötchen. Zack, hoch, zack, da noch alle rein. Zack. Da, geil. Ja, noch ein paar Stöcker, gut. Very nice, I like. Beziehungsweise können wir auch eigentlich gleich mitnehmen. Schmeißen wir drüben rein, ne? Boing, boing. Da habe ich einen neuen Speer noch mitgenommen. Zack, lassen wir hier liegen. Boah, immer noch Hunger und Durst. Geht ab. Da, komm. Zack, zack. Schlürf. Schlürf. Esse ich noch wieder ein. Ja, und dann bauen wir nachher mal unser Haus weiter. Ich glaube, ich werde da off-camera dann die ganzen Planks craften. Und die Baumstämme zerhacken, zu stöckern.
sodass wir direkt loslegen können mit dem Bau. Ich habe ja auch auf Kamera ein bisschen schon weitergebaut. Ich glaube, die nächste Bauaktion mache ich nochmal wieder on, weil denn jetzt kommt es ja echt wirklich langsam zusammen, dieses Haus. Ne? Also wenn es fertig ist, das will ich schon gerne auf Kamera haben. So, wenn ich nachher sage, das ist es, Freunde. Das ist es und fertig ist das Ding. Das wäre halt nice. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir alles hin. Kann man hier noch was? Ich muss an die Kartoffeln gleich denken. Habe ich hier noch Bäume, die ich abhacken kann? Den kann ich nicht abhacken, den kann ich abhacken. Da haben wir auch, alter Schwede, da haben wir richtig losgelegt hier. Jetzt steht hier überhaupt noch eine Palme, Junge. So, ich werde mich einmal meiner Sachen entledigen hier. Also nicht meiner Kleidung. Aber den Kram hatte ich vollgepackt. Da sind ein paar Schrauberteile noch drin. Und dann packe ich hier einfach. Zack, die sind auch voll. Boing. Dann können wir aber schon los. Den können wir ja gleich schon los, Alter. Hier ist noch nichts drin. Der ist aber auch gleich voll. Merken wir uns beim linken. Geht noch ein Stock rein. Hier sind noch ein paar Stöcke hacken, looten. Dich kann man auch nicht umholzen. Dich kann man auch nicht. Hier auch noch mal ein bisschen. Zack. Zack. Kommt zweimal vorbeigehauen. Jetzt ist das Ding doch aber bitte. Danke. Also ich gehe davon aus, dass ich wieder Durst habe. Eigentlich. Ich werde einfach gleich das Ding aufhacken. Noch ein trinken. Sugar in the morning. Verdrückt. So, zack, drop. Ja, ist das krass. Aber es wird zu billig sein, einfach die Tragschrauber teilen, hier runterzukommen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Auf der anderen Seite, wenn ich an die Speedrun-Zeiten denke, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ne, ob das komplett super krass hinkommt, aber die sind immer so 2 Stunden lang. Das kann natürlich auch, weiß nicht, Teil 1 sein oder Teil 17 vom Speedrun und dann geht das doch 1000 Jahre. Wie gesagt, ich habe mir nichts angeguckt, weil ich mir nicht spoilen wollte. Vielleicht dauert es auch einfach 1000 Jahre, bis man sich das Benzin craften kann oder Dingsen bumsen kann. Komm, hier steht noch eine Palme, Alter. Hack. 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 Tschüss. Dann nehmen wir noch einen Baumstar mit. 6 Slots haben wir drüben noch frei, ne? 4. Komm, lass uns einen Baum mitnehmen, damit wir richtig schön voll hier rausgehen aus dieser Folge. Jo, geil. Zack. Hacken wir den noch oben hier. Bam, bam. Ich denke jetzt hier, der Junge lässt die ganzen Palmwedel liegen. Oder Palmbündel. Habe ich noch 1000 bei mir auf der Insel. Nicht 1000, aber echt genug. Und von daher, das grasen wir irgendwann mal hier heftig ab, wenn wir sonst nichts mehr zu tun haben. Hier ging noch ein Stock rein. Ja, so einen einzelnen habe ich jetzt, glaube ich, nicht. So. Zack. Und jetzt packen wir den Kram hier noch rein. Und dann sind wir auch, also ja, fast ganz voll. Zack, zack. Die beiden Kisten lassen wir hier liegen. Erstmal ist wichtig unser Häusle. Ne? Das sind gleich Kartoffeln. Oh, Kartoffeln. Aber hier habe ich auch, glaube ich, noch genug. Den nehme ich gleich noch mit. Ich packe einmal meine Axt weg. Axt packe ich hier rein. Ja, das passt. Dann packe ich meine Speere weg. Es müssten 8 sein. 1, 2, 3, 4, 5. Die kommen alle mit gleich. So. 3, 4,
dran denken, dran denken. Platz geschaffen im Inventar. Jo! Ne, die packe ich erstmal. Ich weiß, ich wollte die ganz oben. Beziehungsweise ich kann die auch ganz oben machen. Dann mache ich das nachher nochmal. Ich packe mir noch mein Schlafsack rein. / Feldbett. Und dann ernte ich gleich noch die Kartoffeln. Und dann bauen wir uns. Wenn wir jetzt auch einfach off-camera kurz ein bisschen. Baue ich mir ein Beet drüben. Auf meiner anderen Insel. Direkt am Haus dran. Jetzt habe ich alles, ne? Ich sage einfach mal ja. Und wir müssen zurück. Ich bin nach Nordwesten gefahren. Ich muss zurück nach Südosten. Jo, kommt hin. Da lagen auch unsere anderen Kisten. Ich glaube, ich bin nur noch hier so ein kleines Stück hingefahren. Aber ja, das passt. Warte mal, ist es denn nicht da auch unsere direkt? Ach, guck an. Man kann sie sogar direkt. Man kann sie sogar direkt sehen. Alles easy. Wir finden auf jeden Fall nach Hause. Und einmal ein bisschen. Na? So, und einmal direkt auf die Sandbank ballern. Geil. Ich dachte, ich schaff's rum, aber ich saß noch nicht mal am Ruder hier. Egal, dann drehen wir es ein kleines bisschen mehr um. Jetzt schaffen wir es. So, jetzt doch aber auch nicht. Also das, ich mache einfach die Abmod. Das wird jetzt alles nichts. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen bei Folge 17. Wir haben heute einen Flugzeugträger gefunden, wo sich tatsächlich noch ein Flugzeug drauf befindet, was allerdings nicht funktionstüchtig ist, was wir reparieren müssen. Und das wird unser Ticket nach Hause sein, Alter. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht was, ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wo. Wo weiß ich auf dem Flugzeugträger und was auch? Flugzeug reparieren, aber den Rest weiß ich halt nicht. Das klären wir. Also locker nicht beim nächsten Mal, aber wir versuchen uns jetzt ein kleines bisschen irgendwie da so ranzupirschen. Meine Vermutung ist, dass es nicht über die Teile geschieht, die wir schon gefunden haben. Diese ganzen Tragschrauberteile, elektrische Teile, Filterteile und so weiter. Das wäre ein kleines bisschen zu billig, glaube ich, für das Game. Da werden sie sich irgendwie was anderes ausgedacht haben. Vielleicht muss man die nachher noch mit Special Skills zusammencraften zu einem, dass man das denn... in unserer Story haben wir noch keine Updates. Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Hoffentlich irgendwann nach Hause, aber vorher bauen wir noch ein bisschen an unserem Haus weiter. Das werden wir in der nächsten Folge angreifen, in Folge 18. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und lasst mir gerne ein Like da, kommentiert unten, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr mir sagen wollt, irgendwas sagen wollt, irgendwie. Und immer gerne ein Abo dalassen, ja, das hilft uns sehr, das gibt Mut, das hält uns bei der Stange, dass wir weiter am Ball bleiben mit YouTube, Dean und ich. Und ans Glöckchen denken nicht vergessen, dann kriegt ihr immer eine Notification, wenn wir ein neues Video online haben. Und dann sage ich mal, bis zur Folge 18 dann. Macht's gut, einen schönen Tag euch, ciao, ciao.